Freunde, im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie die Grundregeln von Bolt Action funktionieren in der zweiten Edition. Wie man sich bewegt, wie man Schuss abgibt und was haben wir noch? Sogar Nahkampf haben wir gesehen. Ja, und heute machen wir direkt das zweite How to Play und fügen ein paar Spezialeinheiten ein. Und zwar, wir werden den Scharfschützen sehen, den Mörser, Lieutenant wird mein Einsatz sehen. Genau, ja. Und halt noch ein paar andere Waffen als Gewehre. Also, viel Spaß mit dem Video. Wir zeigen euch dann einfach, wie die einzelnen Einheiten so funktionieren. Genau, und bei uns auf dem Blog findet ihr ja noch quasi den Beitrag, wo alle Änderungen nochmal aufgelistet sind. Da ist bis jetzt quasi soweit, wie wir jetzt im Video sind, die Infanterie behandelt und der Rest folgt dann in Blogform und als Video. Viel Spaß! Und dann kann es direkt losgehen mit unserem zweiten How to Play für die neue Edition. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, die Einheitenhöhe ein bisschen anzusetzen. Ich krieg, wie im ersten Tutorial, im ersten How to Play, meine 5 Veteranen mit Gewehren. Hier hat der NCO diesmal ein kleines Submachine Gun dabei. Eine zweite Einheit aus 5 Veteranen mit Gewehren und einem LMG drin. Und dann, dass wir das auch noch gezeigt kriegen, wie es funktioniert, ein Medium Mercer. Beim Tarik verhält sich die ganze Geschichte so, dass er seine zwei unerfahrenen Einheiten weiterhin behält. Ja, die haben jetzt aber allerdings eine Browning Automatic Rifle dazu gekriegt. Zack, zack. Jede Einheit? Ja. Und eine Thompson, oder? Nee. Okay, nicht. Ist auch nur, dass es der Sergeant ist. Okay. So, dann habe ich dabei einen Scharfschützen. Der ist auch schon aufgestellt. Also normalerweise dürfen sich so Sachen wie Beobachter für Mörser und Scharfschützen haben eine besondere Aufstellung. Das heißt, man darf sie bis zur Hälfte, also bis zu seiner eigenen Hälfte aufstellen quasi und ja, also die dürfen quasi weiter nach vorne aufgestellt werden. Und ja, halt auch nach der Aufstellung passiert das Ganze. Ja, und dazu kommt dann noch ein Lieutenant, dass wir auch mal sehen, was mit den Offizieren jetzt alles Schönes passiert. Also, 3 Befehlswürfel bei mir. Oh, 4 beim Tarik. Tun wir die gleichen in den Sack. Ja, aber bei deinem MG-Schützen musst du einen festen Ladeschützen jetzt bestimmen, ne? Okay. Ja, ich habe normalerweise ein doppeltes Base. Ich nehme einfach der kniet, der ist der Ladeschützen. Also, die Würfel in den Sack. Bei mir kommt die Einheit dann aufs Feld gelaufen. Und beim Tarik. Ja, der Mörser steht halt irgendwo noch, den darf man aufstellen. Der Mörser, der ich aufstelle, hier dann stechen, hier hin. Zack. Wunderbar. Okay. Hier kommen wir vom Feld. Ich möchte mal den Sack durch. Ja, kurz zum Gelände. Also wir machen hier diese neue Dense Terrain. Haben wir hier 2x Kornfelder. Das heißt, man darf durchrennen, kriegt aber Deckung. Gleiche für den Obstteil da hinten. Bei den 2 Geländezonen und dem Flugzeug machen wir so, dass man Bewegungsabzug kriegt. Das ist auch als Rough Ground gleichzeitig gilt. Ja, aber hier Schwerdeckung und je nachdem, aus welcher Richtung man in die Geländezone schießt, gibt es eben leichte oder Schwerdeckung. Okay. Also, und anfangen darf der Tarik mit Grün. Ja, da noch nichts auf dem Feld ist, aber mein Scharfschütze da steht und er ein potenzielles Mörser-Team in Sicht hat, führt er hier auch gleich einen Feuerbefehl aus. Besonders beim Scharfschützen ist, wenn er einen Feuerbefehl ausführt, verwendet er natürlich sein Zielfernrohr an der Waffe. Dadurch erhöht sich seine Reichweite auf 36 Zoll. Jo, in Reichweite. Genau, ist in Reichweite. Und als Scharfschütze kriegt er weiterhin den Vorteil, er kriegt keine Pinmarker-Abzüge, keine Trefferwurfabzüge, außer Pins und lange Reichweite. Ne, lange Reichweite fällt aus. Deckung kriegt er nicht. Ich glaube, down. Weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall kriegt er keinen Deckungsabzug, keinen langen Reichweiteabzug, kein kleines Teamabzug. Ah, genau. Genau, wenn er alleine wäre, würde er einen Trefferwurfabzug kriegen. Fällt beim Scharfschützen aber aus. So, der Scharfschütze trifft wie alle auf 3. Das war's. Er ist yes. Nicht allein im Team, er hat keine Pins, er trifft bei 3+. Los geht's. Genau, auf die 3+. Weil er ein Scharfschütze ist eben. Zack, haben wir einen Treffer. Ein Scharfschütze muss
Ganz wahre Runden wie immer. Du bist regulär, sagen wir jetzt einfach mal so. Ja. Also auf die 4 Plus. Das ist eine 4 Plus, also verwundet. Beim Scharfschützen kommt das Besondere hinzu, der macht automatisch außergewöhnlichen Schaden. Und das ist in dem Fall von einem Team wie einem Mörser oder einem MG, dass das komplette Team ausgeschaltet wäre. Aber um zu zeigen, dass es wie der Mörser noch funktioniert, habe ich jetzt einfach mal nicht verwundet. Also ich habe wieder ran oder was? Oder irgendwas anderes? Ja. War schon 2 gewürfelt. Okay. Sehr gut. Das heißt, ein Scharfschütze trifft es quasi immer voll gut. Eins noch vergessen, was jetzt in dem Fall egal ist. Der Scharfschütze, wenn er seinen Scharfschützenmodus nutzt, darf nur Ziele, die weiter als 12 Zoll entfernt sind, anvisieren. Okay. Und der 12 Zoll geht schussautomatisch vorbei. Grau bin ich. Ja, dann bewegen wir noch die erste Einheit Infanterie aufs Feld. Und zwar nehme ich hier die Jungs mit Gewehr, kriege einen Run-Move. Über die Zäune drüber geht's nicht, deshalb muss ich am Zaun vorbeirennen. Und hier stellen wir sie hin. So. Und das war's. Ah, mir fällt gerade auf, wenn wir das als Instrument spielen, hätte ich dich gar nicht gesehen. Warum? Weil es sich blockiert. Okay. Der Instrument zählt einfach, egal wie hoch, wie niedrig es ist, ob du erhöht stehst oder sonst irgendwas, sich blockiert. Grün. Gut, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Das ist schon ziemlich krasse Änderung. Gut, beim Flugzeug ist es besser, ob es so gut ist, aber das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall beim Obstzeit finde ich macht Sinn, weil das sind ja höhere Bäume und so Sachen. Auf jeden Fall habe ich einen Befehl. Gut, draußen wird wahrscheinlich die Sonderfähigkeit vom Sergeant nicht funktionieren. Weil sind sie in 6 Stunden Kreis noch nicht. Dazu kommen wir aber später. Ich bewege jetzt meine erste Einheit aufs Feld. Und war eine von meinen Unerfahrenen. Ich habe die Lieutenant war noch da. Und wie vorhin auch, kriegen die kleinen Run-Befehl. Ja, Run, das war's, kann keine weiteren Aktionen ausführen und dann macht Grün weiter. Dann nehmen wir vielleicht die zweite Einheit. Auf der anderen Seite. Auch Run. Auch ein Run, ja. Also, nochmal Grün. Ja, dann kommt der Lieutenant hinterher. Zack. Ja, dann mit zweimal Licht dran. Also, die sind alle im Run-Move. Deswegen versucht mein Mörser. Ja, jetzt haben wir dieses Ding hier. Ja, machen Sie es so. Oder ich bewege mich einfach hier rüber, dass ich nichts sehe, wenn ein Sichtblocker steht. So. Also, neue Geländezonen sind immer Sichtblocker. Krasser Modus, sehr ungewöhnungsbedürftig. Ja, das müssen wir gucken, ob das beim Confed und bei so einem Flugzeug, ob das so Sinn macht. Aber das werden wir dann alles sehen, öfter spielen. Ja. Für den Fall versuche ich jetzt meinen Mörser zu aktivieren. Das haben wir im ersten How-to-Play schon gelernt. Mit einem Pin brauche ich immer einen Befehlstest. Ich bin regulär, heißt ich habe Moralwert 9, minus 1 durch den Pin, teste ich auf die 8. Mit der 6 geht der Pin weg. Und jetzt darf ich mein Feuer eröffnen. Ja, und ich möchte eigentlich diese Einheit abschießen, genau. Und Mörser hat eine Mindestreichweite von 12 Zoll. Ja. Also, das reicht locker, klar. Und eine Maximalreichweite von 60 oder so. Bin ich auch locker drin. Hier sind wir jetzt bei 44 als Beispiel. Ja, also, können wir schießen. Und ein Mörser schießt immer indirekt. Keine Modifikatoren durch Deckung oder irgendwas betreffen ihn. Wenn er sich bewegt, kann er eh nicht schießen. Das heißt, indirekt auf die 6. Mein erster Richtschuss. Also indirekt heißt immer Trefferwurf von 6. Alle anderen Abzüge werden ignoriert. Ja. Und die 2. Kein Treffer. Kein Treffer. Genau, weil da jetzt auch ein Mörser ist und wir hier mit der tollen neuen Edition schöne Mark haben, ist er jetzt quasi auf dieses Ziel ausgerichtet. Also mehr oder weniger versucht es zu treffen. Wenn sich nächste Runde weder mein Team noch der Mörser bewegt hat, gibt es einen Trefferwurf bei 5 schon. Allerdings muss ich mich jetzt auch von dem Bereich, wo ich jetzt stehe,
2 Zoll mindestens wegbewegen, um halt quasi nicht mehr unter deinem Feuer zu liegen. 2 Zoll muss sich jedermann bewegen, oder was? Ne, die müssen aus dem Gebiet 2 Zoll entfernt sein. Okay, sehr gut. Ja, soll mir recht sein. Die zweite Einheit von mir macht dann gleich weiter. Ich noch draußen. Ja, aber warum soll ich denn... Hier, die sich auch so, diese Sichtblocker-Ding, ne? Ja, das ändert ja alles. Also, kriegt man hier einen Run. Völlig egal. Run nicht zu weit. Ich will Advanced machen. Ich habe ja ein MG dabei. Und MG ist mit großer Reichweite wirklich... Ja, wurde jetzt geändert die Reichweite vom leichten Maschinengewehr. Hat jetzt 36 Zoll Reichweite. Einen Schuss mehr. Ja, und das war's. Genau, das heißt für ein LMG bei den Deutschen, ich habe 4 Schuss. Genau. Und durch die deutsche Sonderregel kriege ich sogar noch einen Schuss extra. Sprich, das Ding schießt jetzt auf 36 Zoll mit 5 Schuss. Und das Wichtige ist, dass der Ladeschütze in Einzelumkreis zum MG-Schützen ist, sonst würde der auch nochmal einen Treffer abzukriegen von minus 1. Ja, das ist gewährleistet. Dementsprechend zogen wir unser Ziel aus. Ja, ich würde wieder. Dein Scharfschütze war Veteran, oder? Mhm. Veteran, 2 Unerfahrene und ein regulärer. First Lieutenant. Ja, ich schieße die Einheit ab, auf die der Mörser sich schon eingeschossen hat. Gucken wir mal, wie weit sie weg sind. 24 Zoll für die Gewehre ist deutlich zu weit. Nehmen wir noch das Maschinengewehr mit 36. Das ist in Reichweite. Allerdings, na, ich habe 36 Zoll Reichweite, wäre 18 Zoll die kurze. Sind wir deutlich drüber. Dementsprechend gibt es den Modifikator für Bewegung, lange Reichweite. Und ich muss hier durch den Zaun durchschießen. Der ist dann nochmal die leichte Deckung. Also sind wir bei 4 Schuss LMG. Plus 1 wegen der deutschen Regel und die treffen bei 6 plus. Ja, und da haben wir einen Hit. Treffer. Und jetzt bist du unerfahren. Haben wir auch im letzten How to Play erklärt. Unerfahrene verwundet man immer bei 3 plus. Außer natürlich, man kriegt nochmal Durchschlagsmodifikatoren. Aber keine Wunde. Verwundung. Aber der Pin. Genau. Ja, Tarek, das war's. Dann würfeln wir den Sack. Ja. Nächste Runde. Das ist auch mal schön. Ja, ich nehme jetzt hier meinen Lieutenant, kriegt einen Befehl. Und zwar kriegt er einen Advance-Befehl. Und das Neue an den Offizieren ist, sobald er einen erfolgreichen Befehl ausführt, kann er, je nachdem wie stark der Lieutenant ist quasi, also ob es ein First Lieutenant, Second oder was auch immer ist, weitere Einheiten aktivieren. Da meiner ein First Lieutenant ist, darf er 2 weitere Einheiten aktivieren. Ich kann jetzt 2 Wirbel aus dem Sack nehmen. Und Einheiten, die in 6 Zoll Umkreis um ihn sind, direkt auch einen Befehl ausführen lassen. Da hier klar alle Einheiten in 6 Zoll Umkreis sind, kriegt auf jeden Fall mein Scharfschütze einen Befehl und hier die Kollegen versuchen einen Advanced-Befehl auszuführen. So, jetzt markiert man quasi, haben wir hier auch so tolle Marker, die Befehle legt man noch gar nicht hin. Dass die quasi den Befehl ausführen wollen in der Offiziers-Sonderregel. Also, dann geht's los mit dem Lieutenant, der muss den Befehl ausführen. Nee, es ist so, ich kann jetzt in beliebiger Reihenfolge die Dinger durchführen. Ah, ich dachte, der Offizier muss als erstes. Okay. Und daher nehmen wir als erstes mal den Scharfschützen. Ja. Der muss ja keinen Befehl ausführen, also hier, zack. Feuerbefehl. Wie vorhin auch, auf lange Reichweite. Aber alles egal für den Scharfschützen. 3 plus? Bei 3 plus trifft er wieder den Mörser, zack. Ja, bei 4 plus? Bei 4 plus. Jetzt hat er schon das zweite Mal erschossen. Egal, wie schwer der Pin. Lass mal wieder stehen, genau. Weil wir wollen noch die Schablonen austesten. So, erster Fehler ausgeführt, dann ist meine Einheit dran. Müssen natürlich wieder einen Befehlstest machen. Aber hier kommt jetzt auch wieder was Besonderes von den Offizieren ins Spiel. Die geben einen Moralbonus an Einheiten im Umkreis. Beim First Attempt, der kann, wie er 2 Einheiten aktivieren kann, gibt er auch einen Moralwertbonus von plus 2, auch in 6 Umkreis. Von daher haben die jetzt einen Moralwert von 8 standardmäßig, plus 2 ist die 10, minus 1 macht 9. Ja. Diesmal schaffen sie es, zack.
Und hier ein Advanced Fail. Das bringt mich auf jeden Fall aus der Range vom Mörser. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie weit die weg sind. Mehr als 24 Zoll, aber meine Browning, wo ist sie? Da vorne ist sie. Ich hätte eine Reichweite von 30 Zoll. Und diese Reichweite. Ja. Und wen möchten schießen auf meine. Auf die Einheit, genau. Okay. Also, was haben wir denn dann? Du bist bewegt, fällt aber aus, weil ein Amerikaner. Auch für Brownings und Gewehre keinen abzukriegen. Also, lange Reichweite auf jeden Fall dabei. Und jetzt weiß ich halt. Das wird doch als Deckung gewertet, wenn nicht. Sobald, also mittlerweile ist so ein. Auch wenn man über Zäune oder sonst irgendwas Mauern schießt, ist wie mit Deckung, wenn mehr als die Hälfte deiner Einheit da drüber schießen muss, gibt es Deckung für den Gegner. Und da er allein ist. Also immer auf jeden Fall die gleiche Deckung und die lange Reichweite, dass ich bei 5 plus und eine Bar macht 2 Schuss. 2 Schuss, genau. Bam. Zack, zack, 2 Sechser. Ja. Heißt 2 Treffer. Aber ist egal, wie viele Treffer man verursacht bei einer Einheit, es gibt immer einen Pin nur. Also quasi eine Einheit macht maximal einen Pin. Die sind Veteranen, ne? Ja. Das heißt, auf die 5 werden sie verwundet, da haben wir eine Verwundung. Ja, und da ich entscheiden darf, was gestorben ist, keine doppelte 6, ja, nehme ich natürlich einen Gewehrmann raus. Und das war's. Und da haben die MFR ausgewählt und da ist noch der, als letztens der Lieutenant selbst dran. Und der marschiert hier erstmal in die Ruine rein. Okay, ziemlich heftig mit so einem Lieutenant. Auf einmal bewegt sich die ganze Armee. Gleichzeitig hast du jetzt keine Würfel mehr im Sack. Im Endeffekt. Nein, habe ich noch. Ja, dann zieh mal einen neuen raus. Vielleicht zieh ich gleich deinen. Und ich muss jetzt natürlich mit meinem Mörser direkt schon wieder mich anfangen einzuschießen. Also, er hat einen Pin. Moralwert 9, weil regulär. Minus 1 durch den Pin auf die 8. Das ist die 9, da gibt es direkt einen Daumenbefehl. Zack, neuer Würfel. Und mein Pin bleibt natürlich. Befehlstechnisch nicht geschafft, bleibt der Pin am Start. Und rau. Ja, dann nehme ich hier mein MG. Also LMG Trupp. Moralwert 10, ein Pin. Auf die 9, der Pin geht weg. Ja, und die können sich jetzt quasi ein bisschen bewegen. Also, dann gehen wir doch mal hier 6 Zoll. Wie läuft das jetzt hier mit dem Ding? Jetzt stehe ich dran. Jetzt kann ich da rumballern. Und so G kann hier vorbeischießen, ne? Mit seinem Ladeschütze. Ja, gut, der Ladeschütze ist egal, wo er steht, hauptsache ein Einzelumkreis. Okay. Aber halt, Geländezone ist, sobald du 1 Zoll am Rand stehst, gibt es auch Deckung für mich. Was in dem Fall egal ist, weil ich am Zaun stehe. Ja. Ja, also dann messen wir nochmal aus, wie weit ich weg bin. 24 Zoll reicht auch für meine Gewehre. Ein Gewehrtyp muss allerdings den Nachlader spielen. Also habe ich nur noch 2 Gewehre und die 5 Schuss für mein LMG. Alles war auf lange Reichweite, weil es länger wie 12 bzw. die 18 Zoll war. Also bin ich bei bewegt, lange Reichweite und die leichte Deckung durch die Zäune. Das heißt, alles trifft auf 6. Nehmen wir die 2 Gewehre. Keine Treffer. Und die 5 Schuss vom LMG, da ist schon ein Hit dabei. Der dich jetzt auf 3 plus verwundet, weil unerfahren. Ein Toter. Ein Toter. Zack. Nehmen wir den ganzen Mal Gewehrmann raus. Ja, das war's mit meinem Befehlswürfel. Neuer Würfel. Ne, das ist noch. Ja, so, also, nur Schreiner, ich habe da bin ich dran. Ja, dann kriegt man eine Einheit hier hinten. Ein Run-Befehl vorne an die Ruine, weil reinrennen geht ja nicht. Also wenn es ein ganz normales Gebäude wäre und da wäre einer drin, kann man auch einen Run-Befehl ausführen, um die einen anzugreifen. Also das geht dann theoretisch schon. Ja, beim Run gibt nichts anderes mehr. Also so ein Würfel im Sack. Der ist grau. Das sind hier meine Jungs. Jetzt haben wir vorhin gesagt, nur die Zäune limitieren meine Bewegung. Hier ist eine Öffnung, also kann ich einen Run-Move bis hier vor machen im Endeffekt. Ja. Ja, dann machen wir das doch direkt. Krieg den Run-Move bis ganz vor, das reicht locker. Und stelle ich mich hier an den Zaun. Und das gleiche wie beim Tarik eben. Mit dem Run-Move kann man keine anderen Aktivitäten mehr machen. Dementsprechend ist die Runde schon wieder fertig. Mach mal die Würfel in den Sack und gucken, ob er mal einen Mörser zum dritten Mal erschießt. Ja, also wie gehabt, bei Runde, Würfel in den Sack,
rausziehen. Und der ist grün. Das heißt, mein Lieutenant brüllt seine Befehle los. Ich mache vorhin hier wieder Multiple Action. Halt zwei Befehle von mir raus. Und dann aktiviert er auf jeden Fall auch wieder. Die haben ja einen Pin, ne? Die einen dürfte in Reichweite sein, und da nimmt er die und den Scharfschützen. Sie sollen nicht den Scharfschützen nehmen, die Einheit. Ja, was fangen wir denn an? Hier, wir versuchen den Befehlstest auszuführen. Für einen Advanced-Test. Befehl. Das ist wie vorhin. Der Lieutenant ist immer noch in der Nähe. Von daher schafft man den Test auf die 9. Ja, weil unerfahren, Moral wird 8, minus 1 durch den Pin, sind wir bei 7, plus 2 durch den First Attempt, genau. Auf die 9. Aber mit der 11 schafft man es nicht. Dann geht die Einheit erstmal down, zack. Ja, dann bleiben die anderen zwei Einheiten. Die erste muss ja keinen Test machen. Man hat sich quasi reinbewegt, damit es 1 Zoll vom Rand überbrücken kann. Und dass ich dann erstmal was sehe quasi. Ach Gott, das ist noch dazu, das ist nur Sichtblogger. Oh, das, ja. Das muss ich mir wirklich melden. Ja, also bewegt. Der Abzug fällt ja für Amerikaner aus. Dann, wie weit sind wir in Reichweite? Also weiter als 6 Zoll, aber in kurzer Reichweite. Das heißt, ich habe 6 Schuss, weil der Brownie noch drin ist. Alle auf kurze Reichweite und gleiche Deckung, das heißt bei 4 Plus geht's los. Allerdings bin ich unerfahren. Unerfahren gibt auch einen Modifikator. Also auf die 5. Genau. Hier 4 Treffer. 4 Treffer? Die sind keine 4 Treffer. Immer nur ein Pin. Genau. Ich getroffen. Und halt wieder der A, also nur auf die 5 verrundet. Eine. Ja, auch das war keine doppelte 6. Nimm ich einen Gewehrmann weg. Ja, du schmilzt die Einheit. Ja, schade, dass die Einheit den Befehl noch ausgeführt hat. Ja, und jetzt darf ich noch Ding machen. Mein Lieutenant halt noch. Genau. Aber ich weiß nicht, was der machen will. Naja, der hat eine Pistole, das reicht eh nicht. Und sein Kollege hat ein Gewehr. Kann ja hier schön vorbeischießen. Von daher erstmal den Befehl über hier. Kriegen die einen Feuerbefehl. Ja, einfach auf die Einheit. Das ist weiter wie 12 Zoll. Also lange Reichweite, leichte Deckung. Auf die 4, der ist ja nicht unerfahren. Genau, sollte man trotzdem bei der 5 gewesen sein. Leichte Deckung, lange Reichweite. Achso, mit der 2 natürlich, ja. Aber auf die 2 kein Treffer. Und dann war das der Befehl. Ja. Wäre cool, wenn die einen auch gleich auf Pick gemacht hätten. So. Denn noch dazu? Egal, erstmal ich traue jetzt ran. Ja, wollen wir dort gar nicht lang rummachen. Ich versuche wieder meinen Mörser zu aktivieren. Wir wollen unbedingt die Schablonen noch sehen. Das schafft er, der Pin geht weg. Und jetzt nimmt er die Einheit in der Schwerentdeckung, weil durch indirekte Feuer ist die Deckung egal. Und jetzt will ich 6 würfeln. Ist der 3? Egal, wir nehmen jetzt einfach mal an, er hätte getroffen. Jetzt habe ich eine 6 gewürfelt und jetzt kann ich gucken. Ein Medium Mörser. Der sollte eigentlich die 2 Zoll Schablone benutzen, ja auf jeden Fall. Er hatte früher B6 HE. Schauen wir einfach mal Medium. Ne, die Tank. Medium Mörser, ja, 2 Zoll. Also die Schablone, ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Die hat einen äußeren Rand und dann nochmal den Innenkreis. Das sind zwei getrennte Schablonen, je nachdem wie groß das Ding eben ist. Beim Steffen jetzt in dem Fall nimmt er die kleine Schablone und dabei den äußeren Kreis. Genau. Und jetzt muss er eben gucken, dass er so viele Modelle von der Einheit drüber kriegt wie möglich. Ja, und wenn ich das jetzt im Endeffekt. Ja, wenn ich so hinlege. Ich muss ja nur ankratzen, Base. Ja. Also, wenn man das Base nur ankratzen muss, kriege ich mit der Schablone sogar 5 Mann drunter. Und dann muss ich sie so legen, weil ich muss immer die Position nehmen, wo ich am meisten Männer drunter kriege. Ne? Ja. Okay, also 5 Treffer. Aber dann kann es jetzt theoretisch passieren, weil der Kleine ist in dem Fall nicht, aber mit Schablonen kann man dann auch andere Einheiten, die dann im Weg stehen, quasi noch mit drin. Als Fallbeispiel, wenn ich den Scharfschützen abgeschossen hätte, dann hätte ich jetzt dadurch sogar noch einen Lieutenant drunter geklickt, oder? Oder gibt es diese Ebene?
Ja, egal, haben wir nicht gemacht. Also fünf Mann, die sind unerfahren. Ich habe einen Medium Mercer, der hat HE 2 Zoll. Das sollte eine Penetration von plus 1 ergeben. Mhm. Das heißt, fünf Treffer, die man bei 3 plus verwundet, weil sie unerfahren sind, plus die eine Modifikation von Penetration durch den HE-Modus. Sprich, bei 2 plus gibt es eine Verwundung. Und besser als 2, geht auch gar nicht, egal wie viel Penetration man hat. Und in dem Fall wären jetzt 5 Männer tot. Boom! Klatsch. Und ein Mercer macht auch noch, außer ein Mercer, alle Schablonenwaffen machen im Gesicht mehrere Pins. Und in dem Fall sind es W2. W2 heißt, bei 1, 2, 3 auf dem Würfel ist ein Pin, bei 4 plus sind es 2 Pins. Also, ein Pin hätte es gegeben. Ja, aber die Einheit sehen. Cool ausgeschaut worden. Okay, verrückt. Jetzt hätte er meinen Mercer getroffen. Wenn er nächste Runde nochmal aufs gleiche Ziel schießt, hätte er sogar bei 2 plus getroffen, weil er eingeschossen ist. Ja, solange sich halt meine oder der Mercer eben nicht bewegt. So. Okay. Lass uns die Runde noch fertig machen. Und dann nehmen wir hier die Großteil nicht hier. Ja, und jetzt geht mein Scharfschütze hin und schießt deinen Mercer kaputt. Jetzt trifft er sie nicht mehr. Vorbeigeschossen. Ja, ich habe da noch quasi die 2 Würfel im Sack. Und das ist jetzt alles, was man schon in den anderen How to Play Videos gesehen hat. Pin aktivieren und Feuer oder Nahkampf. Für Nahkampf sind sie zu weit weg. Und das soll es gewesen sein mit diesem How to Play. Wir haben jetzt gelernt, wie HE-Waffen funktionieren, wie der Scharfschütze sich verändert hat zu früher und ein ganz wichtiger Moment, wie der Offizier funktioniert. Und Offizier, also ich finde es richtig cool, die Regel, muss ich echt sagen. Ja, das wird man dann sehen, wenn wir richtig Spiel machen. Ich fand es jetzt eben auch sehr wichtig. In dem Fall war es jetzt noch ein. Jetzt ist schon die ganze Armee aktiviert, genau. Die hat Test verkackt. Er hat getroffen, aber wenn jetzt die getroffen hätten, er hätte schon mal 3 Pins drauf. Zack, zack, zack. Keine Frage, absolut richtig. Und da gibt es ja natürlich noch den Captain, der eben 3 Einheiten aktivieren kann in 12 Zoll Umkreis sogar und den Major mit 4. Nur wenn die dann halt auch entsprechend Punkte intensiv. Aber ja, natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinhauen. Oder bei uns auf dem Blog findet ihr auch einen Eintrag zu, das sind eigentlich alle Änderungen bis jetzt.